Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Star Wars Battlefront 2. Ja, ich weiß, es ist schon ein etwas älterer Star Wars Titel. Den gibt es schon seit ein paar Jahren, aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir so gut, dass ich da unbedingt das ein oder andere Video raushauen will. Und ja, genau, das ist das Ding. Und es könnte sein, dass dieses Video wieder bearbeitet wird. Weil ich habe nämlich mitbekommen, dass man bei DaVinci Resolve gewisse Einstellungen einstellen kann, damit halt die Grafikkarte bzw. der PC nicht so überfordert wird. Ich hoffe, dass es klappt, ne? Ich habe mir ein Tutorial rausgesucht, das werde ich mir dann angucken, wenn das Video fertig ist, beziehungsweise ich habe schon den ersten paar Minuten davon angeguckt, schon ein bisschen was eingestellt und ja, ich hoffe, dass alles klappend tut, weil ich würde die Videos halt schon gerne bearbeiten. So, wir nehmen natürlich die Kampagne. Soldat. Ich habe vorher nämlich Entdecker gespielt. Jetzt machen wir mal Soldat. Ja, damit es nicht allzu langweilig wird. Wo ich auch schon bei Entdecker ab und zu ein bisschen gestruggelt habe. Aber naja, ich bin halt nicht so der beste Shooter-Spieler. Die Auslöschung ist mal wieder sehr gut, Alter. Mein ganzes Gesicht strahlt blau. Infiltration. Exfiltration. Spezialeinheit. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode? Und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden. Also, mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ. 6, 2, 6. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ja. So viel dazu. Es könnte jetzt sein, dass ein paar Sekunden der Aufnahme jetzt. Danke. Es könnte jetzt sein, dass ein paar Minuten der Aufnahmen fehlen, weil das Problem ist jetzt gewesen, dass komischerweise GeForce Experience gerade abgestürzt ist. Das sieht man ja daran, weil mir wird ja auch die Facecam oben in der Ecke angezeigt auf meinem Bildschirm, was ja auch ganz geil ist, ne? Und war auf einmal weg, denn Stand der Aufnahme wurde gespeichert und war halt jetzt die ersten Sekunden ein wenig weg. Oh, naja. So, gehen wir mal hier an einen der Scheider. Ja, langweilig, war bloß ein Aufenthaltsraum.
So, dann haben wir hier die billige Version von C3PO gerade ein bisschen auf den Sack ging, habe ich den jetzt mal ganz sanft deaktiviert. Ich hoffe, dass mir jetzt nicht nochmal abstürzt, ne, aber... Naja, das passiert, wenn man einen nicht so leistungsstarken PC hat und man sich nichts Besseres leisten kann. Traurig. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen leise. Obwohl, nee, eigentlich geht das schon, das ist ganz okay. Oberkommando fordert direkt über abgefangene imperiale Nachricht. Okidoki. Wir brauchen jede Information über den Angriff des Todessterns auf Endor. Ja, ja, das ist... Logisch ist immer so. Hey, wie läuft's mit der Entschlüsselung? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Endor. Dass sie das nicht bemerkt haben, dass ich die Tür geöffnet habe, ist aber auch ein bisschen Pain. Ich gebe mein Bestes, kann aber nichts versprechen. Ich geb's weiter. Kann ich ihn auch noch schocken? Das ist ein Gong-Droide. Cool. Guckt er mich auch an? Nö. Naja. Okay, dann müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Oh je. Vor meiner Zelle sind zu viele Rebellen. Such einen anderen Weg. Ja, dazu müsste der erstmal in den Gang darunter, damit ich... ganz schnell. Nice. So. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut, aber naja. Ja, mach lieber so. Aber ich muss immer ein bisschen was von meiner Außenwelt mitbekommen, also es fühlt mich nicht so wohl bei der ganzen Sache hier. Ja, ist doch mal was Schönes hier. Ich finde die Form des Schiffes echt merkwürdig. Du musst sie an einem der Terminals deaktivieren. Kann ich den Typ nicht einfach schocken hier? Ach scheiße, der hat mich jetzt entdeckt, ne? Naja, gut, das ist jetzt nicht so schön. Was kriegen wir hin? Da muss ich nur noch warten, bis sie mich in Ruhe lassen. Oder bis sie mich nicht mehr suchen, besser gesagt. Weil eigentlich ab irgendwann müssten sie aufgeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sicher wäre, da jetzt noch schnell hinzuflitzen. Wir sehen eigentlich wieder relativ gechillt aus. Oh, doch nicht. Das war nix. Okay, gleich runter. Da so schnell wie möglich hin. Ohne dass mich irgendein Sack entdeckt. So, der ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich. Denn der Druide, der macht mir nichts aus, der kann mich ja nicht verraten. Muss ich jetzt da oder daran? Das ist ein bisschen unschlüssig hier. Wenn du fertig bist, komm zu
Okay, die Schöpfer dacht und steht jetzt natürlich da direkt vorm. Ist ja ganz schnell durch. Das hat ihn nicht gecheckt, okay. Glück. Jetzt scheint ja die Aufnahme noch ganz gut zu laufen. So. Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene Imperiale. Aber das kann ich ja auch mit Steuerung, wieso X? Fordere ich die Exfiltration an. Droide, öffnen. Ach so, weil X denn dauerhaft ist. Naja, gut, dann drück mal X. Da habe ich nichts gegen. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis. So, du kriegst eins aufs Maul. Jetzt hier natürlich, ne, nicht einfach nur rumballern, sondern. Ich habe doch gerade einen Takedown gemacht, Alter. Jetzt lass mich in Ruhe. Wie man kämpft, das ist ja nun. Okay, der könnte mir jetzt natürlich auf den Sack gehen, ne? Okay, jetzt. So. Die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach spalten sollen. So auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Kommandant. Ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galar-System leitet. Dadurch lecken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Salos ab. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Salus-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. Okay. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Hack das Ding! Geilomatico. Ach scheiße, dass er jetzt mit seinem Gesicht abgehauen ist, oder? Zack. Ja, man kann ja auch so ein bisschen Scharfschütze spielen, das geht auch schon mal ganz gut klar. Ja, wir müssen ja subtil vorgehen. Deswegen haben wir den Typen auch gleich einen Kopfschuss verpasst. Ist natürlich sehr subtil. So, jetzt hier erstmal die ganze Gegend checken, aber es sieht erstmal okay aus. Da war jemand, ne? Ich kann nicht glauben, dass das endlich passiert. Freu dich nicht zu sehr drauf. Wahrscheinlich war es noch die größte Schlacht, die du je gesehen hast. Es sind Zweier. Okay, wem schalte ich jetzt als erstes aus? Die Olle oder den Typen? Typen oder wegen ihrem Helm? Wo nicht, warte einfach bis sie weg. Bis sie weg sind. Müssen wir nicht unbedingt ausschalten. Super, der bleibt jetzt natürlich da stehen. Ne? Das ist jetzt. Komm, geh durch die Tür. Ich habe keinen Bock, dich abzuschießen. Okay. Okay, das hat die zum Glück nicht kapiert. Warum auch immer. So. Du bist dran. Boah, mein Freund liegt einfach mal so tot auf dem Boden. Pff. Kann ja nichts Schlimmes sein. Oh, der Druide, aber der verrät uns zum Glück nicht. Wie wir wissen, die meisten Druiden sind einfach ein bisschen durch.
hat uns sowieso nicht gesehen. Oh doch. Agent Husk, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Das okay, wir haben aber alle ausgeschaltet. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Das ist natürlich ganz geil, so. Droide, hack das Teil. So. Verschlüsselte Infos gefunden. Der ging relativ schnell down, so. Macht erstmal einen so auf, ich bin der Kriegsheld, Alter, und dann tue ich den einfach in die Birne ballern. Okay, er spielt doch ein bisschen leise. Ne? Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Achtung! Ein imperialer Häftling ist geflohen. Sie ist extrem gefährlich. Findet sie! Agent Husk, es wird Zeit. Ja, es wird Zeit, den Ton etwas lauter zu tun. Also 40, oder? Ja. Ich beginne Vorbereitungen. Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Oh, das ist immer die größere Kanone, weil die kleinere, die reicht jetzt nicht mehr. Die Korpus auch. Vorsicht vor dem Frieden! Lass sie nicht jetzt hoch! Oh, das kann ja auch mal ein bisschen was machen. So, der Tentakelfresser habe ich auch noch eins. Eine Bleikugel ins Gesicht gedrückt. Das ist ein Laserblaster, da gibt es keine Bleikugel. Leute, ich bin nicht doof. Also ja, doch bin ich, aber nicht ganz so verblödet. Ich bin doof, aber nicht verblödet. Jetzt können wir nämlich das machen und zack. Das habe ich tatsächlich mal selber rausgefunden, weil das wurde einem nie gesagt. Und dann dachte ich, boah, ich habe doch mal einen Star Wars Film gesehen, wie das jemand gemacht hat, das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Ich lasse den Druiden auch gerne mal ein bisschen was killen. Okay, von hinten ist natürlich irgendwie ein bisschen... Granaten habe ich aber leider nicht. Kurz mal Hitze entladen. Ah, hätte ich später zu. Ja, aber das Explosiv ist aber nicht so kräftig wie erhofft. So. Muss mal abkühlen lassen. Gebiet schockt. Die Soundeffekte sind tatsächlich ganz nice. Was mir auch aufgefallen ist, das ist, also ich glaube, das ist sogar ein EA-Titel. Ja, ist ein EA-Titel. Und das ist einer der EA-Titel, die relativ verbuggt sind, ne? Weil ich hatte schon gehabt, dass Gegner auf dem Boden liegen und auf einmal random in die Luft schweben. Das ist halt... Super, jetzt sind hier aber die Türen zu. Was mache ich jetzt? Oh je. Bestimmt, weil ich noch nicht alle getötet habe, oder was? Oder was ist jetzt der Fall? Bin ich in den falschen Gang gelauncht? So, von da bin ich gekommen.
Dort hätte ich so oder so reingemusst. Oder hätte ich da hochgemusst? Ich habe das Spiel vor kurzem gespielt. Ich glaube, das ist schon wieder verbuggt, ne? Oder ich bin... Ja, gut. Bis dahin. Ach, das sind alles hier so scheiß Nebengänge. Nee. Ja. Aha. Ja, ich hab hier einfach bloß verrannt, okay. So geht das. Jetzt muss man aufpassen, von da und dort kommen jetzt gleich welche. Das weiß ich noch, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Wirklich in der Kopf. Geilomatico. Geilomatico. Jetzt kommt die beste Szene im Spiel. Ich bin in Position. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3. 2. 1. Das war eine harte Landung, aber definitiv die beste Szene im ganzen Spiel. Oh, ich finde das Schiff auch schön. Commander an Deck. Die Curves, die ist ein richtig geiles Schiff. Früher. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko. Die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch, der Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Kumar. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Ja, ja, dachten sie alle. Ach ja, habe ich schon erwähnt, wir spielen Star Wars Battlefront 2. Einige Zeit später. Wer Pier das ist, weiß ich jetzt immer noch nicht. Commander Versio, Meldung. Wir sehen ein Bergungsteam der Rebellen, kommen aber zu spät, um die Saboteure zu ergreifen. Wie ist der Status des Todessternschildgenerators? Schlimmer als erwartet. Keine Chance, sie wieder flott zu bekommen. Dann ist unsere Kampfstation angreifbar. Rebellen eliminieren und Rückkehr zu Corvus. Der Plan des Imperators muss klappen. Ja, Sir. Der hat einfach seinen Blaster in sein... Und Miko, wir brauchen Deckung. ...Ding da drinnen. So. Ein Ziel, direkt voraus. Mir folgen. Verstanden. Ich denke mal, man hat jetzt gemerkt, dass es definitiv das nächste Level ist. Und ich würde sagen, wir machen pro Folge ein Level. Das ist, denke ich mal,
ziemlich gute Folgenaufteilung. Ne? Und ja. Warum 39 FPS? Ich bin im Menü, Alter. Das ist jetzt alles Standbild. Na gut, fast alles ein paar Effekte kann ich noch erkennen, aber naja, gut. Falls ihr gerne mehr sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre natürlich traumhaft. Teilt das Video gerne mit Freunden, Familie und euren Haustier. Und ja, ansonsten schaut auch gerne mal auf mein Instagram-Profil vorbei. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, dass dieses Video bearbeitet kommt. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen Einstellungen gucken und so. Ist für mich ein bisschen schwierig. Deswegen gucke ich auch ein Tutorial, weil halt alles auf Englisch ist und ich halt mit Videoschnitt noch so gut wie überhaupt nichts am Hut habe. Deswegen wäre schon ganz geil. Wenn es jetzt nicht geschnitten ist, wird es natürlich trotzdem hochgeladen. Aber ich hoffe, dass ich heute schaffe, das Video dann auch noch zu schneiden, damit morgen das Video in den Upload kommt. Deswegen würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.